Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wir spielen heute das Zeitrennen Elektrizitätswerk. Ich habe schon ein Video hochgeladen am Donnerstag mit der getunten Barty, wie man es, nee, ja, wie man es halt mit der getunten Barty schafft. Aber diesmal, beziehungsweise in dem Video habe ich auch gesagt, ich werde es einmal versuchen mit der Hakuta Track, mit HSW-Tuning, mit dem regulären Weg, nur mit einer kleinen Abkürzung. Ja, und ob das funktioniert, das schauen wir sich heute an. Ich weiß es, ich verrate es aber noch nicht. Sondern ich starte jetzt hier einfach direkt rein. 3, 2, 1 und ready to go. Also mal schauen, wie viel Power das Baby hier hat. Ob es reicht oder nicht, denn ohne, ja, HSW-Tuning kann man das Ganze, ja, sowieso schon mal vergessen, den regulären Weg. Da kommt man nicht wirklich weit, bevor die Zeit abgelaufen ist. Aber hier mit diesem Stück, ja, mit Hakuta Track mit HSW-Tuning, schaut die Sache halt schon anders aus. Also Hakuta Track ohne HSW-Tuning kann man definitiv auch vergessen. Wenn, dann muss es schon mit HSW-Tuning sein. Daher ist das Video wahrscheinlich nur für all die Leute interessant, die halt auch die neue Version von GTA haben. Sprich die Xbox Series X und S oder PlayStation 5 Version haben. Der drängt mich ab, der drängt mich ab. Ja, gut. Ja, gut, da muss ich nicht lang, ne? Falscher Weg, falscher Weg. Dann würde ich sagen, einfach Versuch Nummer 2. Da, diesmal lassen wir. Oh, falsch. Ich wollte sagen, diesmal lassen wir sich nicht abdrängen und dann wäre es fast wieder passiert. Und Mann, vor lauter nicht abdrängen, dann crash ich hier. Mann, meine Güte, ey. Mann, ey, als ob das so schwer wäre hier. So, jetzt lassen wir sich weder abdrängen noch crash mal in so ein Eck. Weder eh schon wieder hier fährt er mit seinem Sand hinten drauf auf seinem Kipper. Na gut, auf jeden Fall. Hier wären wir normalerweise reingefahren. Die Abkürzung zum, ja, zum Zielpunkt, sag ich mal. Wir fahren jetzt aber hier die ganz normale Route entlang. Kürzen dann aber dennoch ab, weil ganz ohne Abkürzung geht es halt doch nicht. Weil das ist halt mal mega der umständliche Umweg, den man hier fahren müsste. Das heißt, muss ich aufpassen hier, dass wir es schaffen, hier die Kurve. Ah, Auto. Okay, stark, stark, stark. Ich muss abbremsen. Jetzt geht es nämlich hier hoch. So, und jetzt Vollgas. Gib Gas, Junge. Oder Frau. So, jetzt hier durch die Laternen durch. Okay, das ging auch. So, und jetzt. Nicht so schnell. Ah, nicht, aber nicht zu langsam. Was bremst ich denn so stark hier rein, ey? Ja, auf jeden Fall haben wir noch, ja, gute, naja, nicht gute, aber knappe 3 Sekunden Restzeit hatten wir jetzt noch. Also, wir hatten mehr Restzeit als bei dem Video, wo ich da den Berg dann runtergekommen bin mit der, ja, mit der getunten Barty. Da hatten wir gerade mal eine Sekunde Restzeit. Ja, und hier hatten wir jetzt einfach 3 Sekunden Restzeit. Wie gesagt, wer eine getunte Hakuta Track mit HSW-Tuning hat, kann diese Option hier wählen. Ist, ja, einfach eine andere Route, die aber nur mit HSW-Fahrzeugen. Ob es mit einem anderen HSW-Fahrzeug geht, weiß nicht, habe ich nicht getestet. Aber mit der Abkürzung hier, ja, übers Gelände, da wird es mit dem Auto wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und vom Motorrad her ist es ja das einzige Motorrad, wo es HSW-Tuning gibt. Also in dem Sinne würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, in dem Sinne, einfach haut rein, euer Duzi. Und ciao.